So. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ich glaube, drin ist noch was los. Okay, ich sollte nicht direkt davor schlafen. Ich sollte hier vielleicht in dieser Nische schlafen. Da sind auch Monster aufgetaucht, wahrscheinlich auf der Rückseite. A team like this can't be beat. So, ein paar Hobgoblins erschlagen. Dawn wird kein Level-Up mehr kriegen. Bei ihr bin ich mir nicht sicher. Sie kriegt auch keins. Hera kriegt auf jeden Fall noch eins. Ja? Safana und ich müssten auch noch eins kriegen können. Das war Dawn wieder. Okay. Wie ihr wünscht. Tja, Dawn hat halt kein Schild. Be direct. Ja? Yes, I will. Wie kann ich helfen? Yes. Dawn kann sich höchstens die Rüstung beizaubern und seine Waffe vergiften. I am yours to command. So, das müsste aber jetzt reichen. I'll recover. Okay, Nera braucht noch eine Steinhaut auf jeden Fall. Ja? Wie kann ich helfen? Worum geht es überhaupt? Nur zu fragen. Hi there. Incursus Fulcur. Ha! My aim is true! I'll recover. So, ich habe noch einen Feuerball für euch. Yes, I must try to keep up. Ja, wie ihr wünscht. This is the end for you. So. Oh, Pfeile, Pfeile, Geld, Geld, Trank. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Riga und Julien.
Also ja, hier drin haben sie uns nicht geholfen. Stop where thou art. I well know how to use my sword and am sworn to defend your land. Bleibt stehen, wo ihr seid. Ich führe diese Schwärme geschickt und werde einnötige tun, um Julen zu verteidigen. Beruhigt euch, mein Freund. Ich will es nicht tun. Ich bin Venuir. Wer seid ihr? Immer mit der Ruhe, mein Großer. Wer auch immer ihr seid, ich will euch nichts Böses. Aber ich habe noch weniger Lust darauf, selbst verletzt zu werden. Hier ist Riga, mein strong and faithful bodyguard. I am Julan, Witch Laran of Rashimin and heir to the thrice burned castle. Once I find it. Er ist Riga, mein starker und treuer Wächter. Ich bin Julan, Vicharan aus Rashamin und Erbin der Dreibandburg, sobald ich sie finde. Ich habe nicht von diesem Schloss gehört. Some say the Thriceburn Castle is a myth, but if that were so, why would I dream of it every fortnight, hm? Answer me that! Es heißt, dass die Dreibandburg eine Legende ist, aber wenn dem so wäre, warum träume ich dann alle 14 Tage von ihr, hm? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß nicht, ihr seid eine Hexe. Würde ich gerne. Augenblick, habt ihr gesagt, dass ihr eine Hexe seid? Ich habe keine Antwort für euch. Vielleicht gibt es diesen Ort, der euch in euren Träumen heimsucht. In diesem Land sind schon seltsame Sachen geschehen. Nehmen wir die zwei. I am her guardian and she is my witch. I shall defend her with my life. Also Minsk und Dünar hier für Arme. Ich bin ihr Beschützer und sie ist meine Hexe. Ich werde sie mit dem Leben verteidigen. There he goes again. I simply cannot stop him with a threatening and a menacing, so tiresome. Jetzt geht's da schon wieder los. Ich kann ihn einfach nicht davon abhalten, Leuten zu drohen und sie zu bedrohen. Das ist so lästig. Unless thou hast business with us, I suggest thou movest on. Wenn ihr nichts von euch wollt, schreie ich vor, ihr geht weiter. Ich will nicht neugierig sein, aber kommt ihr aus Rashimin? Ich habe Freunde aus dieser Region. Ihr seid ein Dashema, nicht wahr? Ihr seid auf einer Dashema, nicht wahr? Mein Verbündeter Minsk befand sich auf einer solchen Reise, als ich ihn getroffen habe. Ihr seht nicht wie ein Kreuzritter aus. Ich sollte euch warnen, diese Gegend ist nicht sicher für Pilger und Reisende. Nein, nichts. Ich werde gehen. Nehmen wir mal die zwei. Really? I knew following the wind would bring us good fortune. Please do bring them here and introduce us. Wirklich, ich wusste, dem Wind zu folgen würde uns Glück bringen. Bitte bringt sie her und macht uns miteinander bekannt. Dein Arm be strong. Möge euer Arm stark sein. Der Vashilan und der. Die Vashilan und der Berserker. Worum geht es? Ich werde mich im Hand umdrehen. Okay, ich soll Minsk und Dünar hier zu den beiden bringen. Uff, was habe ich denn davon? I am yours to command. Erstmal keine Heilung. Ja? You want me? Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Also doch, ich habe etwas Heilung. Nein, nicht mal die habe ich. Wie ihr wünscht. Stimmt, ich wurde ja von Hobgoblins Arbeiter. Okay. Wie ihr wünscht. Die Steinwünschelrute vibriert in eurer Tasche, aber sie wird euch dort wenig nützen. Um von ihrer Leitung zu profitieren, müsst ihr sie wie vorgesehen verwenden und um den Hals getragen werden. Hier ist es eng. Well, fair enough. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich bin nicht glücklich, ganz und gar nicht. Was war das für ein Wirbel da draußen? Ach, nichts weiter. Nur ein Streit mit einem Eichhörnchen ist etwas ausgeartet. Söldner. Typische Idiotie. Eine Wache behauptete, sie sei Killer gegenüber loyaler als eine andere Wache und eins führte zum anderen und... Söldner. Was schon wieder, möge die Götter uns beistehen. What can I do for you today? Willkommen, wie kann ich euch behilflich sein? Hättet ihr denn Arbeit für mich? Arbeit gibt es immer. Seht ihr den Stapel Kissen? Sie sind voll Getreide. Bringt sie zu den leeren Kisten am Fluss. Wird erledigt.
Sind wir jetzt Arbeiter und sollen unsere Zeit damit vergeuden, Getreidesäcke herumzuschleppen? This sounds way too much like honest work. Uff, das klingt viel zu sehr nach ehrlicher Arbeit. Also geht schon. Ich muss Getreidesäcke in eine leere Kiste in der Nähe des Flusses laden. Mhm. Und sein Sack wiegt 10. Wer kann viel tragen? What? Yes? Bin mal gespannt, wie groß es hier unten wieder ist. Also ich schieb das alles erstmal zu Corvin rüber. Yes, and I am your Dostorn. Ein Stärketrank. Ah. Bisschen Tant. Velbo, yes. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur so, zu wie fragen. Groß ist es hier unten? Geht so einigermaßen. Okay, hier ist auch ein Weg nach draußen. Kisten schieben. Ich muss Getreidesäcke in eine leere Kiste in der Nähe des Flusses laden. Trank des Feuerotems. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hm? Yes. Das wird aber nicht die Kiste hier sein, oder? Der Stein der Wünschelrute dreht sich an ihrer Kette wie ein lebendiges Ding hin und her und überlegt, wie ihr am besten den Ziel erreichen könnt. Schließlich trifft es eine Entscheidung und zieht euch nach Norden. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. What can I do for you today? Willkommen, wie kann ich euch behilflich sein? Ich habe das Getreide für euch transportiert. Ihr habt alle Säcke dorthin gebracht, kein einziger ist übrig. Toll, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für euch. Das ist etwas implizierter, also hört gut zu. Ihr müsst jetzt das ganze Getreide, das ihr gerade weggebracht habt, wieder hierher zurückbringen. Wie bitte? Wieder zurückbringen? Es hat wenig gedauert, das alles dorthin zu bringen. Ihr habt mich um Arbeit gegeben, nicht um wichtige Arbeit. Also bringt alles wieder hierher zurück oder geht einfach. Ich soll jetzt das Getreide dorthin zurückbringen, wo ich es gefunden habe. Auch gut. Wetten wir, ich muss es dann gleich wieder in die... chill comfort of the underground. I know it well. Die angenehme Kühle des Untergrunds, ich kenne sie gut. Meine Herren. Wo, wie ihr wünscht. Welcome. What can I do for you today? This is an underground supply depot. We receive supplies for the castle here, then transport them up to Dragonspear. Dies ist ein unterirdisches Vorratslager. Wir nehmen hier Vorräte für die Burg entgegen und transportieren sie rauf nach Drachenspeer. Zugegebenermaßen keine glamouröse, aber eine wichtige Arbeit. Wieso sind hier so viele Kisten aufeinander gestapelt? Wegen Fischmenschen, Schugen oder wie man sie immer nennt. Ich habe ja gar keine Ahnung, von was ihr überhaupt sprecht. Erläutert das näher genommen. Diese Kreatur mit schäppiger Haut und scharfen Zähnen. Sobald sie einen sehen, kommen sie mit Speeren angelaufen. Sie haben eine Höhle eingenommen und unseren Weg zur Burg versperrt. Es lauern überraschend viele Kreaturen mit gezückten Waffen auf mich. Soll ich mich für euch um sie kümmern?
Sie sind eine Plage, aber sie stören den Betrieb nicht allzu sehr. Ich glaube, das Problem wird sich bald von selbst erledigen. Bis dahin kommen wir schon klar. Wie ihr wünscht, ich habe noch eine Frage. Gurgel und Floss, was kann ich für euch tun? Wieso sind hier so viele Kisten? Ein paar Fischmenschen stören euren Betrieb, das wird Keller missfallen. Ihr braucht Hilfe, Kelly. Ich kann diese Dinger für euch töten, aber das kostet euch etwas. Sie sind eine Plage, aber sie stören den Betrieb nicht. Wie ihr wünscht, ich habe noch Fragen. Ich lasse euch im Moment in Ruhe, okay? Ich glaube, ich habe in die falsche Kiste geladen.